Wir und Alonso sind punktgleich. Wenn man jeweils die Quersumme bildet, dann wären auch Hamilton und Vettel punktgleich. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2018. Großer Preis von Großbritannien. Ach, das Benzinsparen, das wird wieder schwierig werden. Das ist der erste Gedanke, der mir gerade in den Sinn kommt beim freien Training. Wir haben Nachrichten und eine Wettervorhersage. Wir fahren die eisblauen Reifen, die weißen und die gelben. Und regnen soll es nicht. Oh, das ist ja mal konstant. Im Qualifying nur strahlende Sonne. Und im Rennen gut bewölkt mit leichtem Sonnenschein. Und zwar jeweils durchgängig. Ein sauberes Rennen haben wir schon. Einen Rivalen haben wir noch. Und wir haben uns nicht verbessert für dieses Rennwochenende. Renault wieder. Und auch Mercedes ganz besonders. Und wir dann erst am nächsten Rennwochenende, wenn mit der Entwicklung alles gut geht. Beim Antrieb auf dem letzten Platz mit großem Abstand, das könnte heute ziemlich ekelhaft werden. Beim Chassis auf dem letzten Platz und bei der Aero weit, weit vor Renault auf dem ersten Platz. Gut, die neuen Teile, die neuen alten, sehr gut abgenutzten Teile, die sind auf dem Weg ins Auto. Na dann, gehen wir diesen Weg auch mal. Willkommen in Silverstone, der Heimat der Formel 1 hier in Großbritannien. Wir rechnen damit, dass die Wagen in Kürze zum heutigen Training auf die Strecke kommen. Stefan, wir befinden uns an einem schönen Schauplatz, der sich allerdings über die Jahre drastisch verändert hat. Wie gefällt dir Silverstone im neuen Gewand? Der alte Kurs hatte viel Freude bereitet. Aber mir gefällt das neue Layout auch. Die neue Abbey ist schneller als vorher und irgendwie fehlte dem Kurs immer ein eher langsamer technischer Abschnitt. Die Kurven bei Village und Loop liefern genau das. Also ja, ich bin ein Fan und dazu bietet das neue Layout mehr Überholmöglichkeiten. Zu Beginn von T1 soll es auch sehr trocken sein. Jeff sagt dir gar nichts. Jeff, bist du da? Vielleicht haben wir den in Spielberg vergessen. Nochmal auf der Raststätte nachschauen. Aber das Wetter ändert sich überhaupt gar nicht an diesem Rennwochenende in der jeweiligen Session, wie es scheint. Nö. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für das Rennen und die Werkteams. Sie sind also viel wert. Autoeinstellungen Sektor 1 und 3 Beständigkeit und 5 Kurven aneinanderreihen. Gut, die eisblauen Reifen werden wir nicht im Rennen aufziehen. Im Normalfall, deswegen können wir damit gleich die Streckenakklimatisierung starten. In der letzten Saison hatten wir die 5-2, weil wir ja so ein Aero-Monster sind und auf der Geraden nichts gehen können, will ich es wieder so machen. 1-1. Und hier hatte ich 9-10, da versuche ich dieses Jahr mal. Hier hatte ich ja mal meine Probleme. Allerdings auch mit dem Renault. Renault ist nicht gleich McLaren. Ich mache mal 8-9. Okay, wir ändern dein Setup. Eisblaue Reifen, drauf damit. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Die eisblauen Reifen hat man nicht groß gesehen in der 2018 Saison, sonst würden wir die auch im Spiel öfter sehen. Aber die noch härtere Variante, die hat man gar nicht gesehen. Das war bloß so ein Notfall-Reifenset. Ja, 2019 wird es richtig undurchsichtig. Mit Reifenhärte und Reifenfarbe. Und ganz nebenbei haben sie auch beschlossen, dass man für die schnellste Rennrunde, wenn man innerhalb der Top 10 liegt, einen Extrapunkt bekommt. So ein Schwachsinn, ey. Meine Meinung. Könnte man ja gleich noch den schnellsten Boxenstopp bewerten. Aber nur, wenn der schnellste Boxenstopp von den drei besten Teams in der Konstrukteurswertung kommt.
Da wird es mit der Punktevergabe wieder undurchsichtig. Also klar, wer sich jedes Rennwochenende damit beschäftigt, der wird das schon irgendwie auf dem Schirm haben. Aber vielleicht denkt man auch ab und zu mal nicht dran, vor allem zu Beginn. Ach ja, warum hat der jetzt einen Punkt mehr? Na, weil er mal eine schnellste Runde gefahren hat und in der Top 10 lag. Aber was ist mit denen, die einfach mal ein Rennwochenende zuschauen? Man hat auch direkt gesagt, die Regel will man einführen, damit man mehr Show liefert. Man soll doch nicht mehr Show liefern. Das Rennen soll an sich einfach interessanter werden. Da muss man doch nicht mehr Show liefern. Ich find's ziemlich mucks. Wetterbericht. Ist angekommen, bestätige. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Aus der Box kommt keiner. Der Wagen fühlt sich mit der Fahrzeughöhe jetzt nicht schlechter. Nicht so wie in der ersten Saison mit dem Renault. Apropos erste Saison und überhaupt Australien zum Beispiel. Australien Saison 2. Zusammenfassung. Ich habe nämlich am Wochenende mal wieder ein paar Folgen archiviert und unter anderem auch das Freitraining in Australien Saison 2. Das war die letzte Zusammenfassung. Keine Ahnung, was mittlerweile anders läuft, dass wir schon so lange keine Zusammenfassung mehr hatten. Aber ich will mich nicht beschweren. Aber es ist mir aufgefallen. Dieser Videotitel mit der Zusammenfassung sticht einfach sehr hervor. Aber lang, lang ist es her. Eine letzte Zusammenfassung, Australien freies Training Saison 2. Es wird hoffentlich keine weitere Zusammenfassung in dieser Karriere hier geben. Die Runde läuft bisher gar nicht mal so schlecht. Wollte gerade sagen, noch kein rotes Tor und schon verfahren. Naja, grün wird's womöglich so oder so. Die eisblaue Farbe finde ich schon cool. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt, jede Runde zu perfektionieren. Na. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Mehrere Kurven hintereinander. Fünf Kurven aneinander rein. Haben wir das schon? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, links kam nichts, oder? Wobei, ich müsste ja schon längst fünf Kurven haben nach dieser ersten Runde. Oh, Tor. So weit links gewesen. Aktuell schneller als die bisherige Bestzeit. 13. Hier fahre ich viel zu weit außen, laut Tor. Bei diesem kleinen Knick vor der alten Stadtzielgeraden. Jetzt sind wir gleich 14. Vorlauf. So, hier weiter ausholen. Na, sieht doch sehr lila aus da oben. Vorsprung ist aber fast weg. Jetzt sind wir wieder 14. Nicht gut, das kostet Zeit. Ah, 10 Punkte haben gefehlt. Nicht bremsen, du kleiner Hase da vorne. Ah, Mist. Ich hätte den verringerten Luftwiderstand schon gerne an diesem Rennwochenende. Nicht erst in Hockenheim. Ich gebe die lila Streckenakklimatisierung noch nicht auf, wobei ich habe schon wieder ziemlich viel Grün drin. Wenn ich schon einmal rot habe, darf es eigentlich nur fast ausschließlich lila geben für den Rest.
1,3 Sekunden Vorlauf. Jetzt haben wir gleich 2 Sekunden Vorlauf, aber lila wird das nicht mehr. Es werden weniger Punkte als letzte Runde. Hat das Wiese beim Anbremsen mitgenommen? Der fährt die weißen Reifen, der Haas. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Beständigkeit haben wir geschafft. So, jetzt geben wir mal Gas. Oh, da kommt jemand raus. Wird ganz schön eng hier bei der Ausfahrt. Sechzehntel Vorlauf mit Spritmodus 1. Letztes Jahr ist mir Hülkenberg ja hier um die Nase gefahren. Er hat gewonnen, wir wurden nur Zweiter, hatten mal ganz kurz eine Chance auf den Rennsieg, aber da war ich zu lasch das Rennen über. Das will ich heute an diesem Rennwochenende nicht sein. Dafür macht die Strecke auch grundsätzlich so viel Spaß. Update, beste Runde. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,31,4. Fahrer hinter mir. Perez liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 31,5. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. 1,31,4. Wird gleich mal notiert. Wir sind angekommen. Wir mal wieder das allernormalste oder das allerstandardste Standardprogramm fahren. T1, 2 Trainingsprogramme, in T2 wieder 2 und in T3 wieder 3, 2. Qualifying, trocken, Rennen, trocken. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Autoeinstellung. Wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Gelbe Reifen zu den weißen, etwas mehr als eine halbe Sekunde. Autoeinstellung. Ein Klick vorne mehr und wir gehen gleich wieder raus. Auf den weißen. Alles klar. Dann sind wir fertig, bereit. Ein Williams. Vor uns liegt Bottas. Bei Kurve 1 ist gerade jemand, aber den lasse ich erst hier nach dieser dritten Kurve vorbei. Kommt gleich noch einer, den lasse ich aber erst nach der nächsten Kurve vorbei. Bin ja, wenn ich es bemerke, ein umsichtiger Fahrer. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Fahrer vor mir. Claire vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,31,1. 13. schneller.
Das ging schön auf den vorderen linken, das wieder schön auf den rechten, das wieder auf den linken. 91, 92 Grad. Hinter uns ist gerade niemand. Da 94 Grad, Hinterreifen bei jeweils 90. So kann's losgehen. Sollten wir mit einem höheren, mit dem schneller gestellten Frontflügel noch einen Ticken besser in der Kurve liegen, einen Ticken. Und wir haben die weicheren Reifen. Aber ich fahre gerade nicht so. Jetzt sind wir wieder Vorlauf auf die Zielzeit. Schön hier rausgekommen. Reifen jetzt lila. Oh, das war etwas zu viel Wiese. Etwas zu viel, zu weit rechts. Achtzehntel Vorlauf auf die Zielzeit gleich 6/10. Ich werde dann besser versuchen, hier in die SS reinzulupfen beim Benzinsparen. Habe ich so einen kleinen Tipp bekommen vor einer Saison. Jetzt kommt eine Sekunde Vorlauf, bitte noch etwas mehr. Fast 1,2. Es war wirklich gute Arbeit. Ich habe ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Nur ob ich die Zeit nochmal schlagen kann. Na, zu weit nach außen gekommen. Die Reifen sind jetzt nochmal einen Ticken wärmer als vor einer Runde. Hier bin ich jetzt nicht gut reingekommen. Siebenhundertstel Rückstand. Ich werde gleich mal anfangen, in die SS reinzulupfen, um mal ein kleines Gefühl zu bekommen. Denn das nächste Programm ist ja schon das Benzinsparen. Als wäre das so früh angefangen zu lupfen. Nicht bremsen, nur reinrollen. Fahrer hinter mir. Magnussen hinter dir. Magnussen! Die beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 30,3. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ach, schade, zu schnell. Eine 1,30,2. Und schneller als merken es noch. Es würde auf jeden Fall was fehlen, wenn Jeff die Namen nicht so lustig aussprechen würde. Ich sag nur Palma. Valtteri. Der Herr Hartley. Gut, mal gucken, ob Alonso schon eine Zeit hat. Hätte ja mal nachfragen können, aber nö. Sehe ich ja gleich auf dem Bildschirm. Alonso hat offenbar noch keine Zeit. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,30,2. Der ist gerade, muss ich schon eine Zeit gesetzt haben, gerade eben. Der ist ja schon wieder in Sektor 1. Ey. Oh, auf den eisblauen Reifen. Gleich mal notieren, 30,6. Notiert.
gleich mal den Frontflügel wieder etwas flacher stellen. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hülkenberg, Sainz Junior und Pierre Gasly. Das war's dann mit dem Training, wir sehen uns bald wieder. Pierre Gasly ist dabei, okay. Einführungsrunde. Ressourcenpunkte. Schön. Jetzt kommt das Benzinsparen. Oh, ist auf der Strecke sehr schwierig. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Kaum Sprit auf der Strecke. Wir müssen sparen. Die weichesten Reifen. Wir haben uns wieder gesteigert von den härtesten zum mittleren weichen, zur mittleren Reifenmischung und dann zur weichesten. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen okay. Passen gerade am besten. Alles klar. Ich glaube, die Reifen sind nicht ganz warm. Dann fange ich mal an, ein bisschen zu kurbeln. Hinter uns ist gerade keiner. Dann sollten wir uns keine Gedanken auf diese Einführungsrunde, Aufwärmrunde machen müssen. Außer ich komme von der Strecke ab. Dann ist das schon bedenklich. So, wenn ich den Scheitelpunkt zu nahe komme, dann mehr aufs Gas steigen. Dann trägt es uns wieder nach außen. Über 90 Grad Punktlandung. Das ging schön auf die Reifen. Von der 93 jeweils. Das war wieder zu viel Dreck. Okay, der Schluss muss jetzt passen. Hab beim Kurbeln etwas das Mikrofon verstellt. So, weiter geht's. Und früh hochschalten, nicht vergessen. Etwas mehr als ein Zehntel noch Rückstand. Zeitlich passt es gerade und Sprit sieht auch nicht so schlecht aus. Nee. Wieder zu früh angefangen zu lupfen. Jetzt komme ich zu weit nach außen. Scheiße, das kostet gerade richtig viel Zeit. Aber noch 1/14 Vorlauf, okay. Sprit gerade lila. Fast 1/14 noch Vorlauf. Jetzt nicht vergeigen, jetzt kommt dieser schwierigste Sektor. Zeitlich gesehen. Oh, das war zeitlich etwas eng, aber geschafft. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Jetzt wird Gas gegeben, damit wir die gelben Reifen nochmal etwas ausfallen, etwas Spaß mit denen haben.
Aber ich bin noch nicht auf Bestzeitkurs. Das ist nicht gut. Aber neue Bestzeit bisher. Mit 30 Einsen, das mit dem Sparen, okay? Wieder Kacke hier rein, Mann. So, hier wird aber jetzt Zeit gewonnen und zwar ordentlich. Guck mal, bei etwas weit nach außen. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Noch keiner hinter uns auf einer Zeit. Was für Langschläfer. Aber wir haben die 1.30er noch nicht unterboten. Das kommt noch. Muss ja. Mal gucken, ob das jetzt gleich auf den weißen Reifen der Fall sein wird beim Stromsparen. Viertel, 1/18 vor uns. Auf dem rechten Handschuh steht das Zeichen, was auf meinem Lenkrad steht. Warum hat er das nicht auf dem linken? So viel Symmetrie ist auch doof, hä? Strom sparen. Weiße Reifen. Rausfahren. Bereit? Bin ich. ...2019 werden wir leider wieder kein grünes Auto in der Startaufstellung sehen. Ich wünsche mir einfach die klassischen Farben auf jeden Fall vertreten. Blau, Red Bull zähle ich jetzt... Na, wobei blau ist doch hier Toro Rosso. Hallo. Fühle ich mich so nackig, wenn ich da draußen fahre. Stimmt, blau ist der Toro Rosso. Hätten beinahe vergessen. Die Williams-Lackierung finde ich auch nicht schlecht. Dieser Farbübergang. Dieses Weiß und Hellblau. Schon schick. Jetzt komme ich hier wieder. Na, nicht in die Wiese. Schön. Der Renault ist zwar gelb, aber für meinen Geschmack hat der Renault etwas zu viel Schwarz. Aber schlecht sieht er überhaupt nicht aus, überhaupt nicht. Schwarz-Gelb ist schon eine schöne Kombination. Wenn wir nochmal auf die Farben zurückkommen. Oh, jetzt haben wir einen Schmutzpartikel neben der Antenne. Gras. Oder ist es ein Regenwurm? Man weiß es nicht. Ob ich überhaupt irgendwo mal mit dem Strom runtergehe. Vielleicht nach Kurve 2? Mal gucken. Also gut aufgewärmt habe ich die Reifen nicht, aber die Temperatur sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Kommt er aus der Box? Offenbar nicht. Ist auch besser so. Zu weit innen. Keine 1/10 Rückstand. Vorsprung. Aber noch nicht auf die eigene Bestzeit. Die Bestzeit noch eine Viertelsekunde Rückstand und eine 0,5 auf die Zielzeit gehabt. Leicht gelupft, das hat man glaube ich mitbekommen. Aber fast eine 0,5 Vorlauf. Zweimal der fünfte Gang war jetzt nicht so optimal, aber Strom gerade lila und Zeit 0,8 Vorlauf.
Na, passt noch. Zeit passt locker. Und eine 29,7. Hallo. Sieht etwas düster aus mit den Wolken da hinten. Na, kommt zwei nach außen. Mist. Anderthalb Zehntel Rückstand. Schön den Anstieg mitgenommen. Da wieder ganz leicht die Wiese. Fahrer hinter mir. Raycon hinter dir. Beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 30,6. Und Fahrer vor mir. Vettel vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt Ferrari Sandwich. 29,2. Halbe Sekunde vor uns. Start das Teamkollege. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Schade. 2,5 Zehntel noch Rückstand auf die Bestzeit. Aber eine 1,29er. Schön. Dann gehe ich mal stark von aus, dass wir dann noch eine 29er als nächstes sehen. Alonso hat ja noch nichts und wir machen gleich mit T2 Feierabend. Bin mal ganz besonders auf das Rennen gespannt, wenn wir jemanden hinterherfahren, wie er uns auf der Geraden davonzieht und wie wir in den Kurven zurechtkommen. Alonso hat noch nichts und steht noch in der Garage. Wenn er meint. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Bottas, Ricciardo und Max Verstappen. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Gescriptet, eine halbe Sekunde Unterschied zwischen uns beiden. Auf den weißen Reifen. Die beiden Sektoren noch. Jetzt geht's aber um was anderes. Ich gucke nochmal kurz nach, was wir in der letzten Saison von der Rennstrategie hatten. Moment. Also. Da. Bis einschließlich Runde 12 auf den gelben Reifen, dann auf den weißen nach Hause. Es wäre also sehr ratsam, die Qualifying-Tempo-Auswertung durchzuführen. Wir werden dadurch auch ein paar F&E-Daten erhalten. Also bei voller Renndistanz in der letzten Saison waren das 15 Runden auf den Weißen und in der ersten Saison bin ich 17 Runden lang auf den Weißen gefahren. Also Gelb-Weiß keine Frage, ich würde ja ganz gerne auf den Weißen starten, also auch in Q2. Das werden wir glaube ich nicht schaffen, kann ich mir nicht vorstellen. Rennstrategie, weiße Reifen, jawohl. Die fahren wir nämlich überwiegend im Rennen, wenn alles nach Plan geht. Noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Auf den weißen Reifen in Q2 für Q3 qualifizieren kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir werden es jetzt endlich einfach mal sehen. Statt hier ist gerade niemand. Geht ja auch gar nicht. Solange waren wir jetzt nicht in der Box.
Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Der Wagen einfach anfängt zu rutschen, weil die Temperatur noch nicht so hoch ist, dass die Schlangenlinien einfach gefahren werden können. Hinter uns ist gerade niemand. Grad, hinten jeweils 89 Grad. Mist. Ich fahre, glaube ich, wieder die ganze Runde auf Fett. So machen wir's. Dann nehme ich wieder plus minus 9 mit. Bin mal gespannt, wie ich die Gelben in der nächsten Trainingsprogramm aufwärme. Die Weißen fühlen sich da bisher am besten an. Im Warmen kriegen. Ah, Zeit innen, scheiße. Schön auf Vollgas geblieben. Etwas zu weit weg vom Shuttle. Und zu früh wieder zu weit innen. Das war auch etwas zu weit innen. Hat Kops leider auch nicht gepasst. Mann! Hier 2000. Das ist noch so eine kleine Warmwertrunde. Wir haben aber 7/10 Vorlauf. So, das ist doch mal ein schöner Ausgang. Hoffentlich kann ich die Runde auch sofort führen. Ja, da kommt jemand raus. Mist. Eisblaue Reifen, oder? Es wirkt so. Mist. Aber Vorlauf auf die eigene Bestzeit. Jetzt haben wir aber auch Windschatten. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Fahren Sie bitte weg. Nee, nicht auf der Ideallinie draufbleiben. Jetzt rammelt er uns auch noch an. Was für ein Doofmann. Jetzt müssen wir uns aber ranhalten. Wir hatten gerade eben... Ja. Genau, diesen Rückstand. Vorsprung. Auf die Zielzeit. Da ist jetzt ranhalten. Wieder zu weit außen. Mann. Jetzt war ich etwas weiter innen an dieser Stelle. Dafür hier wieder zu weit außen. Jetzt haben wir eine 1/10 Vorlauf. Ja, 2/10 Vorlauf. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Was? Rückstand?
viel zu weit draußen. Sogar schlechter als letzte Runde. Mann. Also mit so wenig Abtrieb wird es schwierig. Oh, Kacke, richtig schlecht. Achso, unsere Bestzeit ist ja aus Runde 1, stimmt ja. Nicht aus Runde 2. So, jetzt wird es hoffentlich wieder eine gute Runde. Ah, jetzt kommt er wieder an. Nein, nicht an der Stelle. Habe ich doch mit Van Dorn Erfahrung gemacht, hat mich berührt der Arsch. Vier Zehntel Rückstand, ey. Gute Nacht. Jetzt muss die restliche Runde sitzen, aber jetzt hängt er uns blöd am Arsch. Hab jetzt schon eine Sekunde Rückstand. Schon wieder berührt. Mann! Kann er sich bitte mal wegdrehen, damit wir erstmal Ruhe vor ihm haben? Jetzt habe ich etwas später eingelenkt, weil der hinter mir gerade fast auf der Höhe war. Setzt aber mal Abstand, dann haben wir vielleicht nächste Runde Ruhe, hoffe ich. Etwas zu spät gebremst. Jetzt kommt er natürlich wieder ran, vor allem im letzten Sektor. Stimmt, das habe ich ja bisher gar nicht gemacht. Manuell hier ein Heckflügel wieder zu, das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Aber bisher hat es funktioniert. Dabei bin ich vorhin nicht auf die Bremse gestiegen. Schön. Dann kommt's weiter nach außen. Bums. Beide linke Räder. Alles in Ordnung? Jetzt sagt sich der Mercedes, endlich ist er weg. Na, hier ist nur ein blöder Übergang. Zwei denn? Noch ist der Hintermann weit genug weg. Zweit innen und jetzt auch noch zweit außen. Ja, letzte Saison noch mit einem 5-2er Abtrieb, jetzt mit einem 1-1er. Oh. Dafür war unsere Aero nicht so weit entwickelt, mit dem Renault bei Weitem nicht so gut wie jetzt. Persönliche Bestzeit wird es nicht mehr. 29,9 zum Abschluss nochmal. Jetzt habe ich wieder manuell den Arsch zugemacht nach der letzten Runde, nach der Erkenntnis. Ne, der Mercedes ist weg. Fahrer hinter mir. Zeit beträgt 1 Minute 29,8. Fahrer vor mir. Ocon liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,29,5.
Start das, Teamkollege. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Also, da muss ich lupfen. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 27,9. Sekunden vor uns. Lass mich raten, in Renault. Vorne links 22%, das wollte ich nochmal gucken. Dann fehlt uns jetzt nur noch das Qualifying-Tempo. Reifenabnutzung schätze ich im 08er-Bereich. Bin nicht so schnell gefahren, dass die rumgerutscht sind, sondern einfach eher hat anderweitig zu tun. Sogar eine 09er Abnutzung. Oh, Alonso hat schon jetzt Zeit, wieder auf Eisblauen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,29,5. Na, der Alonso war schon mal schneller auf den Reifen, notiere ich mir nicht. So, die beiden Sektoren und jetzt Cornerfang-Tempo. Gelber Reifen. 1,28er. Alles fertig, wir sind bereit. Dann sind wir bereit. Gut, wir haben auch schon ganz schön alte Teile drin. Dürfen wir nicht vergessen. So sieht's aus. Weil so alt sehen die gar nicht aus. Im Stadtziel ist gerade niemand. Mal gucken, wie ich jetzt die gelben Reifen aufgewärmt bekomme, ob sich das gut anfühlt. Na, da waren sie noch zu kühl. Da geht dieses Schlangenlinienfahren nicht. Etwas sanfter. Hinten bei der Hangar Straight geht das dann. Auch hinter uns ist jemand. Hat sich akustisch bemerkbar gemacht. Geht es bedeutend besser, dieses aggressive Zickzack-Fahren. Okay. Na, so ganz zufrieden bin ich mit der Reifentemperatur nicht, aber ich wurde auch etwas eingeschränkt vom Sauber. Aber auch nur etwas. Kommt jemand hinter uns aus der Box? Zu viel über die Reifen gerutscht? Über alle? Viertelsekunde noch Rückstand. Oh,
Und zu weit außen, viel zu weit außen. Oh, das passt gar nicht. Die Runde kann ich damit vergessen. 18, Leugstand. Gut, Strom ist gleich wieder voll da. Hundert Grad vorne links. So, Heckflügel wieder zu. Neuer Versuch. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Mir ist zu spät gebremst. Also ich muss jetzt kein Benzin mehr sparen, denn wir werden den Tank eh nicht mehr leer bekommen. Im Schnitt haben wir vorne gerade 100 Grad. Ich lasse den Hintermann gleich vorbei, indem ich auf die Innenseite fahre. Komm, fahr schnell vorbei. Der ist aber auch sehr weit gefahren. Fährt er gerade ebenfalls eine Aufwärmrunde? Mit einem schweren Auto wird es hier noch schwerer durchzukommen. Durch Korps mit Vollgas, da werde ich wohl lupfen müssen. Mit solch flachen Flügeln. Letzter Versuch. Mindestens grün sollte her. Keine Frage, und die beiden Sektoren haben wir auch noch nicht. Das sind auch nochmal zusammen 10 Ressourcenpunkte. Das ist die letzte Runde des Programms. Letzte Runde des Programms. Jetzt wird innen angefahren. Halbe Sekunde Rückstand. Und 2000. Zielzeit fast 16 Rückstand. Und 2000 jetzt. Und nach 3,5 Zehntel, ich bleib dran. Mist, mehr Rückstand. Fast eine Sekunde schneller als die eigene Bestzeit. Erwartet Platz 20. So, jetzt habe ich gerade nicht die Taste gedrückt. Jetzt will ich mal gucken. Heckflügel auf. Gebremst habe ich auch nicht. Geht aber automatisch zu. Sicherheitshalber werde ich es nochmal testen. In den ersten Runden habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet. Da habe ich einfach gedrückt hier vorne und dann mir nichts bei gedacht, weil das alles unterbewusst passiert ist. Aber jetzt werde ich nochmal darauf achten, überhaupt nicht zu bremsen und auch nicht den Knopf zu drücken. Jetzt mal ganz, ganz, ganz bewusst. Na, ich mache doch lieber im siebten Gang. Wir haben unsere Programmzeit
Ziele nicht erreicht. Komm zurück und sieh dir die Daten mal an. Wenn wir Zeit haben, führen wir das Programm nochmal. Er macht's automatisch zu. Ich habe da nicht gedrückt. Die Handbewegung habe ich jetzt wahrgenommen. Jetzt habe ich aufgemacht. Jetzt macht er den Klick wieder zu. Okay, alles klar. Schade. Aber eine Sekunde praktisch nochmal schneller gewesen. Aktuell wäre das auch Rang 3. Aber das wird nicht reichen. Na, das kann ja was werden. Fahrer hinter mir. Magnussen liegt hinter dir. Ihre beste Hallo Kiesbett. Schön, dass es dich gibt. 1 Minute 28,7. Darf man nicht vergessen. Hinter uns ist ein Red Bull. Ein gut getarnter, wie immer. Wenn ich vorbeifahren, dann halt nicht. Aber nicht beschweren, wir lassen dich nicht vorbei. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Status Tim, Kollege. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,30,4. 30,4 ist aber besser als mit der ersten eisblauen Zeit. Merkt euch die Zeit da oben rechts, die wir gerade haben. Ich gucke gleich nach wegen der Zeit aus der letzten Saison. Also jetzt 28,5 und in der letzten Saison eine 1,28,4. Hoi. Die beste Zeit auf den gelben von Hülkenberg damals 29,713. Allerdings auf den weißen 1,29,713 auf gelb und auf weiß 1,29,5. Nur mal so am Rande. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 28,5. Und die Zeit ist schneller als deine bisherige eisblaue Zeit. Ist notiert. Dann müssen wir noch die Teile umbauen. Ich nehme die 12er. War das Rennen wieder sehr auf Fett. Und nehme relativ abgenutzte Teile. Gut. Vierte Rennwochenende. In Silverstone fahren wir jetzt schon seit einigen Jahren mit dem neuen Layout, aber wir wollen weitere Daten sammeln, um die Einstellungen zu verfeinern. Gute Bodenhaftung bei der Ausfahrt aus den langsamen Kurven ist wichtiger als früher. Weil es mehr langsame Kurven gibt. Wobei, es gab mal eine Schikane, aber wie schnell war die? Nicht wirklich schneller oder langsamer als Arena. Hülkenberg vor uns, wieder hinter und davor Carlos Sainz. Hä, der muss mal Boden gut machen.
Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Sainz Junior, Hülkenberg und Esteban Ocon. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Alonso und Ricardo auf den eisblauen Reifen. Wollen die auch im Rennen fahren oder was hat das für einen Hintergrund? Kann ich mir nicht vorstellen, aber das werden wir mal sehen. Es wäre schon sehr super, wenn wir mit weißen Reifen starten könnten. So oder so werden wir Verkehr haben und die gelben werden relativ schnell abnutzen. Statt Platz 11 im Qualifying wäre daher was Feines, aber mal abwarten. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.